Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Update Craft. Wir sind in Folge, ich habe keine Ahnung, ich glaube wir sind bei Folge 5, wir werden es sehen, oder 4 oder 3. Ich glaube ich bin bei Folge 3, okay. Willkommen zu Folge 3. Ich habe mal hier ein bisschen umdisponiert, ich habe das Bett hier weggenommen, weil wir haben ja hier jetzt unseren Elevator nach oben. Und da habe ich natürlich gemerkt, klar, Elevator nach oben. Wie kommen wir runter? Wollen wir jetzt jedes Mal hier über dieses schöne Ding da runterlaufen? Apropos, ich habe hier mal den Berg weggenommen, weil der hat mich genervt und hier eine Treppe runtergebaut. Lol. Wollen wir jedes Mal hier so runterlaufen? Das wäre schon ein bisschen öde, um dann einfach wieder hochzukommen. Also dachte ich mir, wenn wir schon einen nach oben machen, dann müssen wir auch einen nach unten machen. Ich wusste nur nicht, wohin. Also habe ich hier ein Loch reingemacht und also da, wo die Enchantment Table war, habe ich hier einfach runtergegraben und dann hier einfach einen Weg nach unten gemacht, ne? Hier so. Sieht jetzt noch nicht super schön aus. Sieht bisher einfach nur so aus. Ja. Aber ja, hier ist jetzt der Weg nach oben. Und dann kommen wir halt an der Stelle wieder raus, die wir schon kennen, ne? Wunderschön. Also hier an sich. Und das Bett habe ich dann einfach nach da bewegt, weil es halt da irgendwie zu eng war, hier oben. Also habe ich es nach hier bewegt und, klar, ne? Enchantment Table hier hin. Und da das Lapis hingetan. Ich habe auch schon ein bisschen was enchanted, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe jetzt nämlich, tada, alles außer meinen Helm, soweit ich weiß, schon enchanted. Und wir haben ziemlich gute Sachen bekommen. Und zwar Death Rider 3 und, Unbreaking 3 halt. Also Protection 3 ist auch ganz ziemlich gut. Also die Kombi ist richtig gut gewesen. Hier haben wir auch Unbreaking 3 und Protection 4 gekriegt. Das ist richtig geil. Dala haben wir ja, warte ja glaube ich sogar dabei. Da hatten wir nur leider nur Protection 3 bekommen. Und der Helm fehlt halt, ne? Und ja, Looting 3, Firespec 2 ist jetzt nicht so schön. Aber was soll man machen, ne? Kann man ja nicht alles bekommen, was man will. In dieser Folge würde ich mich gerne darum kümmern, hier das Feld vielleicht auf diese Seite zu bringen, weil dann müssen wir nicht mehr auf diese Seite und können das hier eigentlich komplett, irgendwas komplett umbauen, theoretisch. Und ich würde gern hier so ein Plateau hinbauen, also das hier wegmachen, weil es ist mir zu tief. Ich möchte das alles auf eine Ebene bringen, am besten auf diese hier. Oder wir machen das einfach, dass wir zwei runtergehen. Auf diese hier und das einfach einmal komplett vollfüllen, würde ich sagen. Und dann halt die ganzen Tiere entweder hier hin verschieben. Oder, ja, nee, doch, das finde ich gut, hier die Tiere hinschieben und dann das da flach runter machen. Und dann vielleicht hier mal diese Bäume ein bisschen, ich habe die jetzt einfach so immer hingepflanzt. Und die würde ich dann halt echt gerne, hi, Schweinchen, die würde ich dann halt echt gerne einfach, ja, geordnet mal hinsetzen. Ich weiß nicht ganz genau, wie es aussehen wird. Ich habe auf jeden Fall genug Holz, würde ich schon sagen, genug Dirt, um das zu machen. Und dann würde ich auch sagen, ich mache das mal kurz. Wenn wir das schon machen, sollten wir nicht vergessen, hier ein bisschen auszuleuchten drunter, weil sonst haben wir ganz schnell so viele Mobs. Da können wir gar nicht, da können wir gar nicht mehr gucken, so schnell geht das. Deswegen schnell mal kurz 5000 Torches hier hin spammen, damit es nicht gleich zum Mob-Spawner wird. Ich glaube, ich habe das mit dem, wie viel ich habe, an Erde ein bisschen überschätzt, weil, wir haben nicht mehr so viel übrig. Ich glaube, das war es gleich, ne? Wir haben nur noch 36 Stück. Ja, und die Frage ist auch, wie ich das hier mache, weil ich kann es ja nicht einfach so blockmäßig einfach so runter machen. Auch wenn man es nur von dieser Seite sehen würde. Und wir sind ja auf dieser Seite erstmal noch nicht. Wir können das außerdem immer noch schön. Kann ich das zwischen den Folgen schön noch ein bisschen schöner terraformen, damit es ein bisschen schöner aussieht und so als würde es hier hingehören. Aber ja, ich muss leider sagen, dass wir nur noch 14 Blöcke haben und das ist nicht wirklich viel. So, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Das Problem ist jetzt einfach nur, ich glaube, das wird eine Baustelle sein, die wir jetzt erstmal so lassen müssen und uns erstmal um ein anderes Projekt widmen, weil wenn wir keine Erde haben, können wir daran schlecht weiterbauen. Und ich habe auch ein bisschen den Plan geändert. Ich würde gerne sogar die Schafe und Kühe
da lassen sogar und an sich das halt wegmachen. Aber ich habe gerade gesehen, wenn man hier hochgeht, und jetzt werdet ihr staunen. Also vielleicht auch nicht, aber mit Shader würde es wahrscheinlich richtig geil aussehen, worauf ich mich immer noch freue. Aber Updefine ist gerade bei 89% oder so, kann das sein? Ich habe gestern das letzte Mal nachgeguckt, da war es bei 88. Hier überlegt man, dass er jetzt so gerade und dabei überall komplett halt Farmfläche. Komplett hier. Und hier könnte man so eine richtig geile, schöne Mühle hinbauen. Und dann einfach hier so einen Weg runter zu dem Main House. Und dann könnte man immer noch hier irgendwas anderes hinbauen. Hier vielleicht, ich weiß es nicht. Kein Swimmingpool, aber da fällt uns schon noch irgendwas ein. Und das, meine Damen und Herren, das wäre an sich echt genial. Hi und willkommen im Nether. Uff, als ob der Ton gerade einfach kam, als ich es gesagt habe. Ich würde sagen, wir sind im Nether und machen jetzt mal die Fliege hinein. Und was? bitte was? Wir sind im Nether. Ist hier ein Wandering Trader reingegangen? Ist der noch irgendwo hier? Das wäre natürlich geil. Also, ein Alpaka ist da noch. Ist das überhaupt ein Alpaka? Ich weiß nicht. Ich glaube, ja. Okay, der Wandering Trader ist also nicht mehr hier. Ich glaube, der wäre sonst unsichtbar sogar. Also, wir würden sowieso nur die Particle-Effekte sehen. Aber die sehen wir jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall habe ich die Koordinaten von dem Portal aufgeschrieben und werde jetzt ein Fortress suchen, also eine Nether-Festung suchen, um halt endlich mal ein paar weitere Achievements zu kriegen. Stimmt's? Er läuft einfach weg. Okay, auf jeden Fall, let's go. Ich suche eine und dann melde ich mich wieder. Ich habe tatsächlich den Wandering Trader gefunden. Warte, gucken, ob ich mit dem... da. Und er hat den Nautilus Shell Ding. Trade meine ich natürlich. Das bedeutet, wenn wir Emeralds finden, können wir mit ihm auf jeden Fall die Nautilus Shell weiter auf uns halt nur nicht entfliehen. Und ich weiß nicht, ob wir ihn wiederfinden, wenn er schon so weit weg ist. Da ist er. Okay, gut zu wissen. Okay, also er zeigt sich nach einer Zeit, weil natürlich die Potion nachlässt. Ich weiß aber nicht, was für krasse Potions er hat, dass er so lange halt unsichtbar bleiben kann. Dann weiter Conquer the Quest, wollte ich schon sagen. Let's go. Hier steckt einfach so ein Gas fest. Wow. Lol. Und schon haben wir Gas-Tiers bekommen, und zwar 3 Stück. Einfach nur, weil wir Looting 3 auf dem Schwert haben. Geil. Und Gunpowder. Nice. Very nice. Aber das habe ich ja auch noch nie erlebt, dass das Ding einfach steckt bleibt. Lustig. Was sehe ich denn da? Eine Nether Fortress. Nice. Ich habe aber keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen sollen. Ja, kriege ich noch nicht das Achievement? Kriege ich das Achievement erst, wenn ich reinfalle, oder was? Tatsache. Okay, geil. Da ist schon direkt die erste Chest. Ich höre ein Skelett. 3 Diamanten und ein Golden Chestplate. Ich nehme einfach die Kiste mit, weil ist ja auch teuer, ne? Nächste Kiste. Ja, okay. Geht jetzt nicht wirklich viel sinnvolles Zeug drin. Da ist noch eine Kiste. Nice. Ja, auch nicht wieder sehr viel sinnvolles Zeug dabei. Aber hey, es ist eine Diamond Horse Armor zumindest. Jede Menge Sattel. So viele Pferde und Schweine können wir gar nicht haben. Das ist an sich das, was ich gesucht habe. Wow. Alter. Uff. Erstmal essen. Ich wollte doch Blaze Rods haben. Okay, jetzt. Komm schon. Spawned. Ich brenne. Uff, hab ich gerade wirklich 4 Stück bekommen. Durch einen Blaze.
Das ist ja mal der Hammer. Oh, da ist noch einer. Interessant. Oh, da ist Lava drauf. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe aus Versehen Pigman Aus Versehen. Sehr aus Versehen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann mich nur verstecken. Und warten. Ach, Scheibenkleister. Scheiß Blaze, ey. Aber warum muss auch einfach... Warum muss der auch da reinrennen? Also, verstehe ich auch nicht unbedingt. Warum musste der Zombie-Pigman jetzt unbedingt in mein Schwert reinlaufen? Ist ja auch die beste Ausrede überhaupt, ne, die man machen kann. Krass, was ist das überhaupt für ein riesiges Ding? Wow. Ja. Ja, das war... Ich gucke einfach in meinen Tod. Das war auch sehr schlau. Lucky Chests hier. 1, 2, 3, 4, 5 Diamanten und ein Flintenstiel. Ja, kann man theoretisch gebrauchen. Wüsste jetzt nicht wirklich, was ich damit anfangen soll. Ja, auf jeden Fall ist das eine riesige Festung. Riesig. Ja, und wie es aussieht, sind die nicht mehr angry auf mich. Das ist das Gute an diesem Update gewesen, der 1.15. 14? 15? Uff, 15. Das war das Gute am 1.15 Update, dass die halt nicht durchgehend aggressiv auf dich sind. Wie viele sind denn hier? Oh Gott. Da treffe ich doch nur wieder aus Versehen die Zombie-Pigmen, das mache ich nicht. Wir nehmen mal hier auch die Netherwarzen mit. Können wir gut gebrauchen. Wow, scheiße. Warum passiert mir das jetzt die ganze Zeit so oft? Das kann doch nicht sein, dass einem das so oft passiert. Natürlich. Kann doch nicht sein. Oh, ey, nervig. Echt nervig. Das ist nur, weil ich ein paar Netherwarzen wollte. Ey. Stressig. Echt stressig hier. Okay, ja, toll. Ich fliehe hier gerade und habe aber Spooky Scary Skeleton. Ich habe einfach einen Wither Skeleton Skull bekommen. Ist doch genial. Ist doch richtig genial. Ist halt richtig genial, weil ich meine, die Dinger sind selten. Wow. Ich hoffe, wir finden noch ein paar mehr. Hoffentlich so zwei weitere. Aber dann müssen wir ja trotzdem noch ins End. Also von daher... Oh shit, hier sind einfach viel zu viele von den Viechern. Ich darf nicht sterben. Wenn ich sterbe, ist richtig kacke. Am Dampfen. Scheibenkleister. Alter, was? Und ich habe nicht mal Blöcke im Inventar. So wie bei Enderman. Ach Gott. Ey, du. Ja, du. Wenn die Items jetzt runtergefallen wären, das wäre schon ein bisschen belastend gewesen. Und wenn da ein Kopf dabei gewesen wäre. War hier nicht noch einer? Nein, okay. Hier sind auf jeden Fall Blazes. Das höre ich doch bis zum... Ja, tschüss. Da ist einfach so ein riesiger... Magma-Slime. Aber ich meine, die haben schon... Wow! Was sind das denn für Sniper, ey? Von wo? Von da? Ernsthaft jetzt? Was ist das denn für ein Sniper-Scheiß? Sehe ich ja überhaupt nicht ein. So gar nicht ein. So. Das ist ja mal... Eine Frechheit ist das. Würde ich sagen, wir gehen erstmal wieder nach Hause. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, ich weiß, in welche Richtung wir laufen müssen. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen in diese Richtung. Ja, wie mache ich das? Keine Ahnung. Das ist einer der schönsten Anblicke.
Nach gefühlt 3 Stunden. Nein, es waren nicht 3 Stunden, aber... Uff, ey. Pickaxe gebrochen zwischendurch. Nochmal ein paar Angriffe. Naja, es ging eigentlich. Aber irgendwann habe ich dann dieses schöne Vieh hier gesehen und war dann so, oh, ja. Geil, hier ist das Portal. Endlich sind wir wieder zu Hause. Also an sich an Goodies haben wir einfach 8 Diamanten gekriegt und 4 Gold Ingot. Und wir hatten sogar 2 Wither Skeleton Skulls. Ich habe nur gesehen, dass wir einen bekommen haben. Den zweiten habe ich wohl gar nicht mitbekommen. Mitten in einer Schlacht oder so habe ich den wahrscheinlich bekommen. Ein paar Gold Nuggets, ne, von Töten der Pigman. Ich weiß gar nicht, wo ich die hin tun soll. Ich könnte die einfach hier hin tun. Dann wissen wir immer, dass wir 2 haben und eigentlich nur noch einen brauchen, um den lieben zweiten Bossfight zu machen, der bei mir immer relativ langweilig aussieht. Und die Sonne geht unter. Also ab ins Bett. Wenn jetzt die Folge schon vorbei wäre, wäre ein bisschen blöd, oder? Wir haben ja nicht wirklich viel gemacht. Aber die Folge ist schon so lang. Aber ich würde sagen, wir enchanten hier nochmal kurz unseren Helm mit Fire Protection 3. Finde ich jetzt ziemlich unnötig, aber zumindest haben wir Unbreaking 3 noch bekommen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und damit sind wir auch einmal hier komplett fullgeared mit Enchantments. Die sind jetzt nicht wirklich super schön, aber es ist zumindest etwas. Und für den Anfang finde ich es gar nicht so schlimm. Und wir sind ja erst in Folge 3, da kann ja noch so viel passieren. Vor allem auch unser Anfangshaus hier, könnten wir echt ein neues haben. Erstmal müssten wir das hier als nächstes Projekt haben. Ich weiß nicht, was wir mit den Tieren machen. Vielleicht reduzieren wir das mal auf 2. Und da können wir eine automatische Schaffarm machen. Vielleicht sollten wir auch uns erstmal mal hier so ein liebes Pferd machen. Pferd machen, genau. Pferd holen. Und vielleicht mal wieder ein paar automatische Farmen bauen. Und das würde ich sagen, machen wir einfach in der nächsten Folge. Vergesst nicht, diesem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Oder einen Daumen nach unten, je nachdem, wie es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, was ich auf jeden Fall in der nächsten Folge noch machen kann. Dann hake ich das mit ab. Und vergesst nicht zu subscriben. Wir sehen uns. Ciao.